Ja, liebe Leute, jetzt heißt es dann ja bald Goodbye Austria, hallo Australia. Ich habe mir gedacht, da die Vorbereitungen ja schon auf Hochtouren laufen, brauche ich auch irgendein Video, was dazu passt. Und deswegen habe ich mal wieder meine Geschwister eingeladen und den Marius herausgefordert. Das Ziel dieser Challenge ist es, mehr über Australien herauszufinden und für mögliche Angreifer gewappnet zu sein. Deswegen machen wir heute die australische Tiergeräusch-Challenge. Gut, Marius, heute geht es um Tiergeräusche. Ganz simpel, wir haben diesen Becher, da sind Tiernamen drinnen und wir ziehen abwechselnd einen Namen raus. Dann können wir uns anhören, welches Geräusch das Tier macht und müssen versuchen, es zu imitieren. Gute Idee, oder? Blöde Idee. Die Luise ist heute wieder unsere Jury und sie bekommt einen Zettel mit den Namen von den Tieren plus Bilder. Und wenn du einen guten Job machst und sie es erkennt, dann bekommst du einen Punkt. Und wer die meisten Punkte hat, ist offizieller König von Australien. Der Marius war begeistert von der Idee. Verstanden? Mhm. Okay. Los geht's. Soll ich einfach beginnen? Geräusch? Ja. Nein. Kannst du beginnen? Ja. Okay. Gut, es ging los. Marius begann. Erstes Tier, erste Chance auf den Punkt. Was macht er daraus? Und was hast du? Hä? Was hast du? Das kann ich ja nicht sagen, sie muss es sagen. Aber das stimmt, genau. Was hast du? Okay. Ich habe das Spiel voll verstanden. Ja, wirklich. Okay. Na dann, lass hören. Bereit? Ja. Ein Beutelteufel? Nein. So. Schön schmalzig die Kopfhörer. Hm. Es ist ja wirklich nicht so leicht, wie man das vielleicht denkt. Man denkt, ich bin ein Koala. Das ist doch ein ganz eindeutiges Geräusch. Dabei machen Koalas so tiefe Geräusche. Das könnte genauso gut ein Büffel sein oder was auch immer. Kamel? Aber ähnlich, hast recht, ja. Okay. Geht. Bereit, Lisa? Ein Kasua? Nein. Ich bin nur schlecht im Service, ne? Ja, kein Problem. Nur wichtig ist, dass du jetzt das hier erratest. Bist du wahnsinnig, das ist schwer. Komm schon! Ich glaube, das ist der Kase. Ja! Den schwersten hast du erraten. Ja, 1-0. Oh, 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 das wird ein Punkt, das wird ein Punkt. Kinderspiel. Na dann. Dingo? Jawoll! Aber der war leicht, oder? Der war leicht. Okay, bitte! Verständlich. Na gut, komm raus, übernimm die Führung. Hey. So eine letzte Chance, gell? Deine letzte Chance über den Punkt. Bereit? Mhm. Ja. Wie soll man das machen? Das ist. Weiß ich nicht. Das ist. Ich kenne das Tier nicht. Es neigte sich dem Ende zu. Es stand noch immer 1-1. Mein letztes Tier. Meine letzte Chance. Na gut, Luisa. Wow, was hast du für Ohrenschmalz? Das warst du. Das warst du. Putzt meine Ohren täglich. Nein. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist möglich. Das ist möglich.
Das hört sich an wie ein Rad. Ich kann mich zwischen zwei entscheiden. Lass dir Zeit. Das Match endete 1-1. Da musst du noch was dazu erfinden. Geniale Idee, also geniale Idee. Der Kasuar-Kampf. Es konnte keine Entscheidung getroffen werden, kein Gewinner steht fest. Letzte Runde, Kasuar-Battle. Die beiden Spieler haben die Hände wie ein Kasuar hier oben und versuchen den anderen wie beim Fechten, also nicht wie beim Fechten, sondern zu beißen. Und wenn man dreimal drei Bisse anbringt, hat man gewonnen. Verstanden? Gut. Kasuar, go! Kasuar verbeugen. Oh, ein früher Kasuar-Start! Das ist kein Biss, der geht. Geh nicht. Ein Kasuar-Biss, 1-0. Ja. Oh Gott, du bist so gut! Du bist so, man kann dich nicht erwischen. Nicht in den Haupt. Oh Gott! Ah, die Hose reißt auf! Die Hose ist gewiss! Punkteänderung. Wir machen Best of 3. Wer das 2 hat, gewinnt das Kasuar-Battle. Ich kann nicht runtergehen. Das ist ein Blödsinn. Okay. Mit einer kaputten Hose verabschieden wir uns. Natürlich bin ich der König von Australien geworden. Ja, was wollt ihr hören? Ich habe verloren. Okay. Schaltet zu Marius, kommt. Ihr wollt doch sehen, wie er jubelt, oder? Der Australienkönig wurde gefunden. Da müssen wir so einen Shot machen am Dach. Ich bin der König von Australien. Das ist ein, wie ich sage, ein australischer Waschlappen. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu abonnieren und dieses Video zu liken. Hier könnt ihr der Loser Gang beitreten. Mhm. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum Instagram-Kanal. Was? Schöne Grüße an Marissa und Luise.